recht herzliches Hallo in die Runde zur Pressekonferenz nach dem letzten Heimspiel des SV Zwickau in dieser Saison. Wir haben gesehen, vor 6.264 Zuschauern ein 2:2 gegen den TSV 1860 München. Und wir hören dann zunächst die Einschätzung der beiden Trainer und der Gästetrainer Maurizio Jacopacci als erstes das Wort. Ja, servus miteinander. Ich glaube, wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen. Wir haben eigentlich das Spiel unter Kontrolle, leider nicht entscheidend aufgetreten im letzten Drittel und dann durch einfache Ballverluste immer wie mehr den Gegner ein wenig aufgebaut, dass wir Ende der ersten Halbzeit noch Glück haben mit dieser Doppelchance von Zwickau. Zuerst musste der Torhüter mal gut abwehren und dann der Pfostenschuss. Und klar habe ich der Mannschaft mitgeteilt in der Pause, dass es so nicht geht, dass sie Reaktion zeigen müssen, vor allem eben die einfachen Ballverluste nicht tolerierbar sind auf unserem Niveau. Und wir sind eigentlich sehr gut ins Spiel gekommen in der zweiten Halbzeit, haben eine Riesenchance. Und dann kommt das Tor, sehr schön ausgespielt, wie wir es eigentlich vorhatten, über die Seiten zu gehen, einfach zu spielen, erst im dritten Drittel. Risiko zu nehmen, mutig zu sein. Und ich glaube, die zweite Halbzeit war dann eigentlich sehr gut, weil wir konnten eigentlich doch die ein oder andere Riesenchance herausspielen. Leider auf den Konter mit Boyamba, der den Ball nicht an Hölzhäuser rüberstecken kann, sonst hätten wir wahrscheinlich dort schon das 2:0 erzielt. Dann haben wir noch eine andere Riesenchance, bevor dann eine Minute später das Tor fällt auf der Gegenseite. Und das ist natürlich schade für den ganzen Aufwand bis dahin. Und dann kommt auch noch das zweite Tor. Ich glaube, der Ball war draußen. Okay, der Linienrichter kann es von dort nicht sehen, weil er auf der gegenüberliegenden Seite ist. Aber nichtsdestotrotz darf man die zwei Tore nicht so erhalten, wie wir sie erhalten haben. Aber klar, Kompliment an Zwickau, die eben diese Chancen dann, Möglichkeiten dann reinmacht. Und dann müssen wir noch zufrieden sein am Schluss mit einem Punkt, was für mich natürlich nicht zufriedenstellellend ist, denn dieses Spiel hätte gewonnen werden müssen. Aber Kompliment für den Punkt an Zwickau und ich wünsche natürlich dem FC Zwickau FSV Zwickau alles Gute in Zukunft von meiner Seite aus und soweit alles, danke. Vielen Dank, Ronny, deine Worte zum Spiel. Ja, hallo auch von meiner Seite, vielen Dank erstmal für die guten Wünsche für die Zukunft. Ich kann es auch aus unserer Sicht nur so bewerten, dass wir halt hier nochmal vor heimischem Publikum, vor dieser Atmosphäre, vor diesem Hintergrund mit einem sehr attraktiven Gegner, mit der Verabschiedung von Ronny König heute nochmal eine richtig gute Leistung an den Tag legen wollten und hier von Anfang an richtig Druck machen wollten. Das ist uns in der ersten Halbzeit leider nicht gelungen. Wir hatten keinen Zugriff auf vor allem Wehr, der sich immer wieder zwischen die Linien hat fallen lassen. Und dann waren wir einfach auch nicht kompakt genug, sodass es da auch immer wieder schwierige Situationen gab, die wir aber noch sehr, sehr ordentlich wegverteidigen konnten. Auch ich habe, wie mein Kollege in der Halbzeit angesprochen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir haben dann die Grundordnung etwas verändert, dass wir auf ein 4-2-3-1 umgeswitcht haben, um einfach auch so ein bisschen mehr das Zentrum zu schließen. Das hat etwas gedauert, in der Zeit ist ja eben gerade auch dann das Gegentor gefallen. Aber infolgedessen, muss ich sagen, haben wir es dann aus dem Spiel heraus sehr, sehr ordentlich verteidigt. Und eben nur bei diesen Umschaltsituationen, wo dann 60 mit ihrem guten Tempo dann uns da immer wieder vor Probleme gestellt hat. Durch diese sehr schöne Einzelaktion von Johann Gomez sind wir dann zum Ausgleich gekommen. Und dann habe ich auch gespürt, dass die Mannschaft nochmal die Energie aufbringen wollte, um hier vielleicht noch mehr zu machen. Glücklicherweise haben wir dann das Tor auch gemacht, aber wie es dann ein Spiegelbild der Saison einfach ist, fehlt uns einfach die Konsequenz in der Boxverteidigung. Das haben wir in nicht nur einem Spiel erlebt, dass man eben dann auch mit Mann und Maus verteidigen muss, um dann eben auch so ein Spiel über die Ziellinie zu drücken und das Spiel zu gewinnen, ja, was durchaus möglich gewesen wäre. Und letztlich müssen wir auch mit diesem Punkt leben, obwohl ich auch gern gewonnen hätte und es wäre durchaus möglich gewesen. Aber so ist es jetzt.
ich denke, es war heute ein würdiger Rahmen, um sich aus dieser dritten Liga zu verabschieden. Und ich wünsche unseren Gästen aus München eine gute Heimreise und einen schönen Sommer und alles Gute für die neue Saison. Vielen Dank. Auch dir vielen Dank für deine Worte zum Spiel. Ich schließe mich dann den Gästen und des Cheftrainers an. Alles Gute für die Zukunft, gute Heimreise, ja, und bis demnächst. Danke. Danke. Tschüss. Okay. Danke.